Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Edeldruide. Heute werden wir die eine Kiste Challenge probieren. Wir werden dabei versuchen, 6 Kills zu machen und die Runde zu gewinnen. Dabei dürfen wir nur die Waffe benutzen, die in dieser Kiste war. Aber Heilung, Munition und Materialien dürfen wir noch von Gegnern aufheben. Also würde ich mal sagen, let's go. Da sind wir auch schon in der Pre-Game-Lobby. Hoffentlich bekommen wir eine Pump, eine Ranger am besten oder eine Kampfmaschinenpistole. Weil ich glaube, dann würde es am besten gehen. Oder halt eine Weitkampfwaffe. Das Schlechteste wäre Rocket Launcher oder Sniper. Weil Sniper sind halt immer so absolut eklig. Und da sind wir auch schon vor der ersten Kiste. Und okay, die Runde. Die Runde wird kritisch. Ein Sniper ist nie gut. Überhaupt nicht für High Kill Rounds wie diese hier. Oh nein, hinter mir. Oder? Ah, instant hinter mir. Oder? Ja, wo ist der Typ? Der weiß ja doch drauf. Ja, da unten ist er. Das ist ein Kakashi-Attack, der 6. Okage. Man könnte mal reinschreiben. Oh, so knapp. Und hier muss ich ganz schnell weg. Da oben sind noch mehr Freiz. Oh, was geht hier? Ja! Mein erster Kill. Absolut abgestaubt, aber... Okay, es gibt keinen, aber ein ekelhafter Abstauberkill. Aber es ist ein Kill. Ich glaube, mit Sniper setzen wir das Limit runter auf 3 Kills, weil das wird schon etwas kritisch. Wir versuchen es einfach mal und schauen, wie es wird. Also Sniper ist halt immer kritisch. Okay, 2. Kill. Also wenn es so weiterläuft, wäre es eigentlich ganz gut. Ne? Hinter mir. Oh, nein, der war schlecht. Nicht diesen. Perfekt. Wir unseren 3. Kill. Damit wäre die Challenge eigentlich schon abgeschlossen, aber wir versuchen einfach den Win zu holen und vielleicht aber dabei noch ein paar Kills. Meine Hoffnung ist, dass wir gerade in einer Block-Lobby sind, dass ich mit der Sniper eine schöne High-Kill-Round rausholen kann. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Okay, mein letzter Schuss mit der Sniper. Okay, hab absolut verpackt. Vielleicht gab's noch Sniper. Oh mein Gott, der Typ ist direkt hinter mir. Hier gibt's doch safe nur Sniper. Es gibt Minis, aber kann es nicht finden. Jo, das war gerade komplett gefailt. Was baue ich hier denn? Hier ist doch immer nicht so ins Gebiet.
Ich glaube, mir bleibt echt nur noch wirklich wegzulocken. Er ist ein zweiter. Charlie, gönn doch. Ich brauche irgendetwas. Ist das Snap und nein? Vielleicht in dem Haus der Legenden. Das sind zwei so easy Kills da vorne. Aber ich kann sie halt nicht holen. Sniper Moon. Ja. Ich habe neue Möglichkeiten auf Kills. Absolut gefehlt. Der eine ist dead, aber. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich den anderen noch kriege. Ja. 4 Kills. Eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt nicht an einem Sweater sterbe. Einfach weg hier. Einfach weg. Oh, da wurde ich in der Luft gekillt. Ich hänge noch eine kurze Runde dran. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon bei der ersten Kiste. Diesmal öffnen wir eine IO-Kiste und haben eine lila Pam. Also, das ist sehr gut. Nein, er fährt mein Battle Bus weg. Der erste Kill ist leider von uns gegangen. Komm zurück, mein Kill. Okay, erstmal hier ein paar Leute suchen, die wir mit unserer schönen Pump ärgern können. Oh, das ist gleich der erste. Aber der hat eine Sprayer-Waffe. Da ist der erste dead. Den ersten haben wir ja dann schon. Oh mein Gott, ich bin ja ein richtig krasser Fortnite-Spieler. Ich habe meinen Kill. Das hätte niemand von mir gedacht. Okay, lass direkt in die nächsten beiden reinpushen. Dann kriegen wir vielleicht 2 Kills, ja? Bitte, bitte, bitte. Erster Kill. Pickaxen? Okay, das möchte er nicht. Oh, das war knapp. Also wäre ich jetzt daran gestorben, ich glaube, ich hätte das Video beendet. Weil das wäre peinlich gewesen. Da haben wir aber schon unseren dritten Kill. Also so viel fehlt ja nicht mehr, ne? Hi, Charlie. Wie geht's dir? Mal gucken, vielleicht findet es noch einen Corny Crossroads einer. Ja, da vorne ist er. Nein, das ist eine IO-Wache. Wenn nicht da oben. Eine Wache der 7. Oh, ich habe meine Minis gar nicht getrunken. Das war nicht so schlau. Ich höre hier, glaube ich, irgendwo ein Auto. Ich weiß es auch nicht. Okay, das war, glaube ich, ein Bot. Aber ich weiß ja nicht. Vielleicht war das ja auch ein Pro-Player. Seine Taktik war es, sich töten zu lassen. Man weiß nicht. Hier ist eine Kiste, was hat sie gegeben? Lichtschwert juckt nicht. Hm.
Ich bin ein Fisch mit meinem Sushi. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr den Skin findet, den ich gerade benutze. Den habe ich in der Challenge beim lieben Sunnen Slayer genannt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ein Burschein-Gegner vielleicht. Okay, nein, ich weiß keine. Perfekt, Taschenriss. Ich glaube, Taschenriss ist so das Beste, was uns jetzt passieren konnte. Weil damit können wir halt immer noch abhauen. Auch wenn wir gerade keinen Jumpers haben oder keine Mets mehr zum Placen. Ich hoffe, ich finde hier noch zwei Gegner auf die Schnelle. Jetzt brauchen wir hier wieder 20 Jahre. Schüsse. Gut. Besser, besser. Das Kill kann schon löschen. Mein nächster Kill. Ach du Heilige. Ich glaube, ich bin. Ich bin absolut der nächste Kill von Captain Schnürschuh, nicht andersrum. Da muss ich ganz schnell abwenden. Hier sehen wir ein Bild des Captain Schnürschuh. Es ist verwirrt. Bitte helfen Sie ihm mit einer 10-Euro-Spende. Captain Schnürschuh hat einen Gegner entdeckt. Jetzt ist es sauer. Und da ist Captain Schnürschuh tot. Der hat sich mit dem Falschen angelegt. Hat auf uns noch mehr Fahrt? Hoffentlich nicht noch so ein Captain Schnürschuh. Der hat zu viel Damage gemacht. Und eine Taschenriss verbraucht. Jo, übertreibt mal eure Lage nicht, meine Freunde. Von wo alles? Da vorne ist auch noch ein Captain Schnürschuh oder was? Captain Schnürschuh, sag doch einfach, dass du sterben willst. Schnürschuh, dein Traum habe ich erfüllt. Ich glaube, hier unten läuft noch einer. Ich glaube, der Tod ist in den Busch gerannt. Ich sagen, ciao Leute.